Der eine hat Angst vor Haien, der andere liebt sie. Wenn du dich genauso für Haie begeistern kannst wie ich, dann bleib dran. Moin, Sebastian hier. Tauchen muss sich nicht immer um Wracks, Höhlen oder irgendwelche Skills drehen. Von Zeit zu Zeit ist auch das gute alte Urlaubstauchen im warmen Wasser mit Nassanzug und Monoflasche genau das Richtige. Jedenfalls für mich. Wenn ich sowas mache, dann am liebsten in der Gesellschaft von Haien. Je mehr, je größer und je näher die sind, desto besser. In diesem Video möchte ich dir meine ganz persönlichen Top 10 unter den Haien dieser Welt vorstellen. Ich sage dir für jeden dieser Haie, wo er verbreitet ist, verrate dir ein paar Details zu ihm und sage dir, warum er es in meine Top 10 geschafft hat. Einer der Kandidaten, ich verrate noch nicht welcher, ist sogar trotz eines Haiangriffs, dessen Zeuge ich werden musste, Teil dieser Liste geworden. Alle Aufnahmen, die du in diesem Video siehst, sind entweder von mir selbst gefilmt oder von einem meiner Tauchpartner. Es gibt übrigens insgesamt über 500 verschiedene Haiarten. Weil das hier meine ganz persönlichen Top 10 sind und ich bisher erst 21 verschiedene Arten gesehen habe, fehlen bestimmt einige Haie auf der Liste, die einen Platz in den Top 10 verdient hätten, auf die ich aber noch warten muss. Fangen wir direkt mit Platz 10 an. Hier habe ich mich für den Weißspitzen-Riffhai entschieden, den man in tropischen und subtropischen Gewässern findet, meist in der Nähe der Küste oder bei irgendwelchen Inseln. Und ja, er ist nicht besonders groß. Nicht umsonst wird er von vielen Tauchern oft als Riffdackel bezeichnet. Weißspitzen-Riffhaie können das Wasser aktiv durch ihre Kiemen pumpen. Das heißt, sie können im Gegensatz zu vielen anderen Haien atmen, ohne zu schwimmen. So praktisch das für den Hai ist, so langweilig ist es für uns. Denn meist liegt der Riffdackel irgendwo schlafend im Sand und macht einfach nichts. Wenn man sich ihm nähert, um eine schöne Aufnahme zu machen, bekommt er es viel zu früh mit der Angst zu tun, haut ab, legt sich 15 Meter weiter wieder hin und das Ganze beginnt von vorne. So kann man einen ganzen Tauchgang mit Katz- und Maus-Spielen verbringen oder man schaut sich direkt etwas Interessanteres an. Warum landet der Weißspitzen-Riffhai trotzdem in meinen Top 10? Weil es einen Platz auf der Welt gibt, da kann man diese Tiere zu Hunderten jagen sehen, und zwar bei Nacht. Genau das geht auf Cocos Island, dem Berg der Haie. Dort habe ich über den Jahreswechsel 2012-2013 insgesamt 4 von diesen Nachttauchgängen gemacht und sie waren spektakulär, wie diese Bilder zeigen. Ohne diese Nachttauchgänge hätte es der Weißspitzen-Riffhai wahrscheinlich nicht einmal in meine Top 20 geschafft. Nochmal zur Erinnerung, ich habe bisher 21 verschiedene Haiarten gesehen. Aber diese Nachttauchgänge sind so spektakulär, dass kein Weg an einem Platz unter den Top 10 vorbeiführt. Auf Platz 9 landet der Ammenhai. Du denkst jetzt sicher, schon wieder so ein Möchtegernhai. Und ja, auch mir tut der Ammenhai irgendwie leid. Da hat man schon das Glück, ein Hai zu sein, und dann kommt ein Exemplar dabei heraus, das nicht einmal ein richtiges Maul hat. Der Ammenhai ist in den meisten tropischen und subtropischen Gewässern anzutreffen. Wenn man lange genug taucht, wird man früher oder später fast zwangsläufig auf eine der 4 Unterarten treffen. Genau wie der Riffdackel liegt auch der Ammenhai den größten Teil seines Lebens faul in der Gegend rum und ist damit ebenso langweilig wie der Riffdackel. Allerdings gibt es ein paar Plätze, an denen man sie in größeren Mengen antrifft. Ich hatte dieses Glück an einem ganz bestimmten Ort auf Fidschi, über den rede ich später noch genauer, aber auch bei Bimini und Tiger Beach auf den Bahamas. Auch diese beiden Orte werde ich im Verlauf des Videos noch öfter nennen. In meine Top 10 hat es der Ammenhai jedoch aus einem anderen Grund geschafft. Auf den Malediven gibt es eine kleine Insel im Wavu-Atoll mit dem Namen Alimata.
Dort werden in unregelmäßigen Abständen Küchenreste von einem Steg in den angrenzenden Strömungskanal gekippt, und zwar in der Dämmerung. Das muss man nicht gut finden, aber genau das haben die Ammenhaie gelernt. Man kann dort also meist bei ziemlich starker Strömung praktisch jeden Abend einen Dämmerungs- bzw. Nachttauchgang mit zig bis hunderten von Ammenhaien machen. Und so bemitleidenswert die Dinger einzeln bei Tag auch sein mögen, in der Menge bei Nacht ist es trotzdem ein extrem beeindruckendes Erlebnis. Neben den Ammenhaien kann man bei der Gelegenheit außerdem jede Menge Stachelrochen und beispielsweise auch Schwarzspitzenhaie sehen. Und dieser Tauchgang bringt die Ammenhaie in meine ganz persönlichen Top 10. Auf Platz 8 landet der Zitronenhai. Und damit kommen wir endlich zum ersten richtigen Hai in meiner Liste. Der Zitronenhai umfasst zwei Arten, die in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt verbreitet sind. Und auch wenn sie genau wie die beiden letzten Haie viel Zeit damit verbringen, einfach nur rumzuliegen, sind sie zumindest nicht so scheu wie der Riffdackel. Das ermöglicht einem mit etwas Glück recht beeindruckende Aufnahmen. Entweder wie hier in Form eines netten Gruppenfotos oder aus nächster Nähe bei der Zahnreinigung wie in dieser Aufnahme. Die beiden Orte, bei denen ich Zitronenhaie bisher gesehen habe, waren zum einen Fidschi, über diesen Ort möchte ich bei einer anderen Hai-Art noch etwas genauer sprechen, zum anderen Tiger Beach auf den Bahamas, auch wenn dieser Ort, wie der Name bereits andeutet, in erster Linie für eine andere Hai-Art berühmt ist. Aber auch dazu später mehr. Dort sieht man eben auch Zitronenhaie, nicht nur beim Tauchen in beeindruckender Anzahl. Wenn man etwas nachhilft, sammeln sie sich in Massen direkt hinter der Tauchplattform. Das ist toll, wenn man schon aus dem Wasser ist. Vom Oberdeck oder aus der Luft bekommt man so die Gelegenheit, wirklich beeindruckende Aufnahmen zu machen. Wenn die lieben Mitreisenden jedoch so ungeduldig sind, dass sie dieses Spektakel bereits veranstalten, während man selbst noch unter Wasser ist, kommt einem spontan eine gute alte Redensart in den Sinn. Da musst du jetzt durch. Aber auch das hat irgendwie geklappt, sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. Auf Platz 7 landet der Longimanus, also der Weißspitzen-Hochseehai. Zum Longimanus habe ich ein, ich sag's mal vorsichtig, etwas angespanntes Verhältnis und das gleich aus zwei verschiedenen Gründen. Obwohl der Longimanus praktisch auf der ganzen Welt zu Hause ist, hat es exakt 1293 Tauchgänge gedauert, bis ich das erste Exemplar vor die Linse bekam. Ehrlich gesagt hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits aufgehört daran zu glauben, dass ich überhaupt mal einen zu Gesicht bekomme. Mir sind zwei Orte auf der Welt bekannt, an denen man den Longi besonders gut sehen kann. Das ist zum einen Cat Island auf den Bahamas. Den Ort kenne ich bisher aber nur vom Hörensagen. Und zum anderen das Rote Meer. Dort habe ich im Laufe der letzten 12 Jahre fast 300 Tauchgänge gemacht. Immerhin knapp 190 davon verteilt auf 8 verschiedene Safaris in Ägypten und im Sudan. Da sollte man meinen, dass ich mehr Longis gesehen habe, als ich zählen kann. Aber irgendwie hat es nie geklappt. Das hat sich im Herbst 2019 geändert. Vermutlich lag es daran, dass meine Freundin das erste Mal mit dabei war. Am Elfenstornriff haben wir gemeinsam unseren ersten Longimanus gesehen. Und auf der nachfolgenden Safari gab es ihn dann bei fast jedem Tauchgang. Ich hatte das Gefühl, meinen Longimanus-Fluch endlich abgelegt zu haben, und meiner Freundin gebührte der Dank dafür. Aber ich habe dir ja gesagt, dass ich aus zwei Gründen ein angespanntes Verhältnis zu Mr. Longi habe, wie einer der Guides ihn immer nannte. Und der zweite Grund liegt in dem neugierigen, manchmal sogar etwas aufdringlichen Naturell des im Extremfall fast 4 Meter großen Gesellen. Meine Freundin hat zwar den ersten Fluch gebrochen, aber direkt für den nächsten gesorgt. Am dritten Tag unserer Safari wurde sie am Südplateau des Daedalus-Riffs von einem wütenden Longimanus
angegriffen. Die ganze Aktion hat sich über circa 2 Minuten hingezogen. Zum Glück ist ihr, bis auf einen Biss in ihre Flossen, nichts passiert. Bei der Rettungsaktion durch 3 Zodiacs ist allerdings ihr komplettes Equipment gesunken und konnte nicht wieder geborgen werden. Diese 2 Minuten waren die bisher einzige Zeit in mittlerweile fast 1500 Tauchgängen, in der ich mich total hilflos gefühlt habe und richtig Angst hatte. Und wenn ich richtig sage, dann meine ich richtig. Es sah eine Weile verdammt danach aus, dass meine Freundin, die ich das erste Mal mit auf ein Safariboot genommen habe, 10 Bootstunden von der Küste entfernt von einem wirklich großen Hai gebissen wird. Und wir wissen alle, wie so etwas ausgehen kann. Falls du diese Geschichte mal genauer hören willst, schreib es in die Kommentare. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wie detailliert ich darüber öffentlich überhaupt reden will. Trotzdem ist der Longimanus für mich ein Hai, der auf jeden Fall einen Platz in meinen Top 10 verdient hat. Würde ich wieder zu ihm ins Wasser gehen? Auf jeden Fall überhaupt keine Frage. An den Brothers, am Daedalus Riff oder am Elphinstone würde ich darauf aus verschiedenen Gründen jedoch verzichten. Aber darüber kann ich eventuell mal in einem separaten Video sprechen. Wenn dich das interessiert, schreib auch das gerne in die Kommentare. Auf Platz 6 landet der Bullenhai. Er ist in tropischen und subtropischen Gewässern praktisch weltweit verbreitet und hält sich meist in Küstennähe auf. Das Besondere am Bullenhai ist, dass er sowohl im Salz- als auch im Süßwasser überleben kann. Sie schwimmen teilweise hunderte Kilometer flussaufwärts und im Nicaragua-See hat sich sogar eine größere Population angesiedelt. Aber auch in den Sambesi, den Amazonas, den Mississippi River und in jede Menge anderer Flüsse in unterschiedlichen Erdteilen dringt der Bullenhai immer wieder weit vor. Warum der Bullenhai Bullenhai heißt, ist bei seinem Anblick, glaube ich, klar. Er gilt als neugierig bis aufdringlich, was ich bisher allerdings nicht beobachten konnte. Mir ist er bis jetzt an 3 verschiedenen Orten begegnet, jedes Mal in größerer Anzahl. Meine ersten Bullenhaie habe ich 2011 und damit noch vor Einführung des HD-Fernsehens vor Playa del Carmen in Mexiko gesehen. Dort findet man jedes Jahr zwischen November und März eine relativ standorttreue Population von schwangeren Weibchen. Interessanterweise in unmittelbarer Nähe zum Strand. Es ist schon interessant, bereits von der Oberfläche aus diese beeindruckenden Tiere unter sich zu sehen, während man gleichzeitig die Kinder am Strand planschen hört. Wenn die eine oder andere Mutter das wüsste, würden die Kinder, glaube ich, eher im Sand spielen. Mir ist allerdings nicht bekannt, dass es dort jemals zu einem Zwischenfall kam. Der zweite Ort, an dem ich Bullenhaie gesehen habe, war auf Fidschi im Jahr 2014. Dort gibt es inzwischen mehrere Anbieter, die zwischen der kleinen Insel Banga Island und dem Festland Haitauchgänge anbieten. Dabei werden die Haie angefüttert. Das muss man nicht mögen. Fakt ist allerdings, dass die lokalen Dörfer einen Teil der Einnahmen bekommen und dafür auf den Fischfang verzichten. Mit dem Ergebnis, dass sich der Fischbestand an den lokalen Riffen in den letzten 2 Jahrzehnten erheblich erholt hat. Man sieht dort alle möglichen Haie, insgesamt bis zu 8 Arten, aber vor allem eine extrem hohe Anzahl an Bullenhaien aus nächster Nähe. Der dritte Ort ist die Insel Bimini auf den Bahamas. Die eigentliche Attraktion dort ist zwar der große Hammerhai, dazu später mehr. Ich hatte 2018 aber das Glück, teilweise mit 10 Bullenhaien gleichzeitig im Wasser zu sein. Und ja, auch dort wird gefüttert. Dem Haitourismus verdanken die Tiere jedoch, dass sie auf den Bahamas geschützt werden, wie in kaum einem anderen Land der Welt. Und das Schöne ist, dass die Bullenhaie auch dann zugegen sind, wenn nicht gefüttert wird. So hat man auch abseits der Fütterung die Möglichkeit, mit diesen beeindruckenden Tieren zu interagieren. Aufdringlich oder gar aggressiv kamen mir die Bullenhaie bisher bei keiner meiner zahlreichen Begegnungen vor. Und jetzt geht's in die obere Tabellenhälfte.
Auf dem 5. Platz landet der Blauhai. Und das ist was Besonderes, denn ich hatte bisher erst einen einzigen Tauchgang mit Blauhaien. Und zwar im Sommer 2017 auf den Azoren. Wenn man sich das Verbreitungsgebiet der Blauhaie so ansieht, hat man den Eindruck, sie wären praktisch überall anzutreffen. Selbst im Mittelmeer und in der Nordsee. Aber ich kenne niemanden, der diesen höchst eleganten Hai in einem der beiden erwähnten Gewässer bisher gesehen hat. Einer der besten Plätze, wenn nicht der beste Platz überhaupt, um Blauhaie zu sehen, befindet sich auf den Azoren zwischen den Inseln Faial, Pico und St. George. Man fährt mit dem Zodiac ca. 30 Minuten raus und versucht, die dort in wesentlich größerer Tiefe lebenden Blauhaie mit Ködern ins flache Wasser zu locken. Wir mussten damals 3 Stunden warten und ich war gerade eingeschlafen auf dem Zodiac im Neoprenanzug, als es losgeht. Dann hatten wir allerdings ein echtes Prachtexemplar für eine komplette Flaschenfüllung ganz für uns alleine. Der Hai war weder scheu noch aufdringlich und schwamm über eine Stunde um uns herum und zwischen uns her. Dabei kam er oft so nah, dass man sich ganz tief in die Augen schauen konnte. Das Ganze spielt sich übrigens, passend zum Namen der Haie dort, komplett im Blauwasser ab. Man sollte also seine Tarierung auch ohne Referenz sicher im Griff haben. Unterm Strich würde ich diesen Tauchgang als einen meiner besten Haitauchgänge überhaupt einsortieren. Und deswegen hat es der Blauhai trotz bisher erst einer einzigen Begegnung sogar auf den 5. Platz geschafft. Kommen wir zu Platz 4. Und ich muss ehrlich sagen, bei meinen Top 4 ist es mir wirklich schwer gefallen, mich für eine Reihenfolge zu entscheiden. Aber ich musste es und deswegen landet auf Platz 4 der große Hammerhai. Falls du es nicht wusstest, die Wissenschaft unterscheidet je nach Definition und Abgrenzung bis zu 10 verschiedene Arten von Hammerhaien. Der große Hammerhai ist also nur eine dieser 10 Arten. Und seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass er, Überraschung, groß ist. Mit bis zu 6 Metern und 500 Kilo gibt es nur eine Handvoll Haiarten, die größer werden. Beim Blick auf die Karte scheint er in küstennahen Bereichen ziemlich weit verbreitet zu sein. Mir ist aber kein Ort auf der Welt bekannt, an dem man besser mit diesem seltenen Hai tauchen kann, als die Bahamas. Bimini ist besonders bekannt für den großen Hammerhai. Und als ich im Frühjahr 2018 insgesamt 10 Tage auf einer Hai-Expedition auf den Bahamas war, haben wir bei Bimini auch tatsächlich den großen Hammerhai zu Gesicht bekommen. Es waren aber eher kurze Begegnungen. Verteilt auf 10 Tauchgänge in Bimini reden wir hier in der Summe über 5 bis 10 Minuten. Langweilig wurde es dort trotzdem nie, wie ich beim Thema Bullenhaie schon erzählt habe. Auf derselben Tour habe ich noch 22 Tauchgänge bei Tiger Beach gemacht. Und auch wenn der große Hammerhai dort nicht die Hauptattraktion ist, hatten wir bei Tiger Beach die wesentlich besseren Sichtungen. Und sind wir mal ehrlich, so schlimm ist es nicht, wenn ein paar karibische Riffhaie oder Zitronenhaie mit durchs Bild schwimmen. Oder diese andere Haiart, der Tiger Beach seinen Namen verdankt. Aber dazu, ich wiederhole mich mit Absicht, später mehr. Den 3. Platz und damit einen Platz auf dem Treppchen sichert sich der Walhai. Jetzt wunderst du dich sicher, warum der größte Hai überhaupt, den jeder unbedingt sehen will, bei mir nur auf Platz 3 landet. Das liegt einfach daran, dass ich meine Walhai-Begegnungen bisher an 3 Fingern abzählen kann. Das heißt pro Finger ein Walhai. 2 davon übrigens am selben Tag. Der Walhai hat ein ähnliches Verbreitungsgebiet wie der Longimanus. Und unser Verhältnis war, zumindest was die Sichtungen angeht, lange ähnlich angespannt. Ich habe es sogar schon geschafft, bei Safaga im Roten Meer Teil einer Gruppe zu sein, die einen Walhai gesehen hat, ohne dass ich es selbst mitbekommen habe. Jens, falls du zuhörst, bitte nicht rumerzählen. Es gibt auf der Welt eine Menge Orte, die für Walhaie bekannt sind. Bestimmte Gebiete vor Mexikos Halbinsel Yucatan, einige Spots in Südostasien,
dann haben die ganzen pazifischen Großfischziele ihre eigene Walhai-Saison. Die Küste Mosambiks bei Tofu gilt ebenfalls als Hotspot. Dort hatten wir im Dezember 2019 aber leider kein Glück. Und das südliche Ende des Ari-Atolls auf den Malediven gehört ebenfalls in diese Liste. Und genau dort hatte ich am zweiten Weihnachtstag 2014 meine erste und zweite Walhai-Sichtung. Beim ersten Mal ist ein vergleichsweise kleines und forsches Exemplar genauso plötzlich aufgetaucht, wie es wieder verschwunden ist. Was das hier werden sollte, weiß ich selbst nicht so genau. Walhaie sind ja eigentlich Planktonfresser. Beim zweiten Mal konnte ich fast 20 Minuten mit dem ca. 10 Meter langen Prachtexemplar mittauchen. Wir waren anfangs mit ca. 15 Tauchern bei dem Hai, den das alles überhaupt nicht gestört hat. Aber ich kann dir sagen, so gemütlich das Tempo für ihn aussieht, so schnell war es für uns Taucher. Am Ende der 20 Minuten waren wir nur noch zu dritt. Der Rest von uns musste das Tier früher oder später ziehen lassen. Ich war zwar etwas stolz auf mich, weil ich so lange mitgehalten habe, bezahlt habe ich das Ganze aber mit gewaltigen Kopfschmerzen. Damit hatte ich insgesamt 569 Tauchgänge auf meinen ersten Walhai gewartet. Klingt lange, war aber nicht einmal halb so lange wie auf meinen ersten Longimanus. Sichtung Nummer 3 gab es ungefähr 200 Tauchgänge später im Mai 2016 auf Malpelo. Eigentlich waren meine Filter total auf Hammerhaie eingestellt, als plötzlich ein Walhai an uns vorbeizog. Kaum war er da, war er leider auch schon wieder weg. Es war zwar eine schöne, aber sehr kurze Überraschung. Du siehst, beim Thema Walhai gibt es noch jede Menge Luft nach oben. Also wenn du mir sagen kannst, wo ich hin muss, damit der größte Hai der Welt auf einen der ersten beiden Plätze aufsteigt, schreib es in die Kommentare. Auf Platz 2 landet der Tigerhai. Hier siehst du sein Verbreitungsgebiet. Tigerhaie sind zusammen mit dem Bullenhai und natürlich dem weißen Hai eine der vielleicht 5 bis 6 Arten, die dem Menschen gefährlich werden können. Das liegt ganz einfach an der Größe des Hais selbst und natürlich an der Größe seines Mauls. Falls du noch nie mit Haien getaucht bist, fang vielleicht besser mit etwas kleinerem an. Meinen ersten Tigerhai habe ich an Neujahr 2013 auf Kokos gesehen. Der Gute schwamm am Ende eines eher langweiligen Tauchgangs einfach unter uns her. Mein Buddy wollte schon 10 Minuten vorher auftauchen, weil ihm langweilig war. Aber gerade an so einem Platz warte ich lieber unter als über Wasser auf den Rest der Gruppe. Und das war eindeutig die richtige Entscheidung. Ich habe eben beim Thema Bullenhaie schon erzählt, dass man bei den Haitauchgängen auf Fidschi bis zu 8 verschiedene Arten sehen kann. Eine davon ist der Tigerhai. Inzwischen gibt es dort einen Platz, an dem es sehr regelmäßig zu Tigerhai-Begegnungen kommt. Damals war das aber noch anders und uns wurde gesagt, dass etwa einmal pro Monat ein Tigerhai zugegen wäre. Wir hatten innerhalb einer Woche gleich zweimal das Glück. Ein Freund von mir war einige Jahre später an dem zuvor erwähnten Platz und hatte dort 7 Tigerhaie gleichzeitig. Falls du dorthin willst, stelle ich gerne den Kontakt zu ihm her. Der letzte und mit Sicherheit beste Ort der Welt zum Tauchen mit Tigerhaien ist das jetzt schon mehrfach erwähnte Tiger Beach auf den Bahamas. Dort habe ich auf der ebenfalls schon erwähnten Hai-Expedition im Frühling 2018 insgesamt 22 Tauchgänge gemacht und fast bei jedem Tauchgang waren die Tigerhaie zugegen. Zugegen heißt, dass gleich mehrere, meist für den ganzen Tauchgang da war. Sowohl während der schon erwähnten Fütterungen, als auch bei den Tauchgängen, bei denen nicht gefüttert wurde. Und ich will ehrlich sein, das Tauchen mit Tigerhaien ist zwar nicht gefährlich, aber man muss die ganze Zeit sehr aufmerksam sein und auf einige Dinge achten, auf die ich vielleicht mal in einem späteren Video eingehe. Was passieren kann, wenn man nicht aufpasst, zeigen die beiden letzten Sequenzen.
Dass ein Tigerhai mal einen Probebiss ins Kameragehäuse macht, ist dagegen völlig normal und hat nichts mit Unaufmerksamkeit zu tun. Das Gehäuse hat übrigens nicht einmal einen Kratzer und ist immer noch im Einsatz. Fazit: Wenn du Tigerhaie aus der Nähe sehen willst, musst du nach Tiger Beach. Wenn du noch gar keine Erfahrung mit großen Haien hast, würde ich aber lieber woanders anfangen. Bevor ich zu meiner Nummer 1 komme, möchte ich noch ein paar Haie erwähnen, die das Zeug zu den Top 10 haben, es aber in meinem ganz persönlichen Ranking noch nicht dorthin geschafft haben. Da wäre zum Beispiel der Fuchshai. Dieser unglaublich elegante Hai verwendet seinen extrem langen Schwanz, um damit andere Fische bewusstlos zu schlagen und sie dann gemütlich einzusammeln. Leider sind Fuchshaie sehr scheu und ich habe bisher nur 6 Exemplare gesichtet. 2 davon an den Brothers und die 4 anderen im Sudan, also alle im Roten Meer. Aber die Sichtungen waren nicht die besten und meist aus größerem Abstand, sodass ich den Fuchshai nicht in meine Top 10 aufgenommen habe. Wer Fuchshaie in großer Anzahl aus der Nähe sehen will, sollte die kleine Insel Malapascua in den Philippinen auf seinen Wunschzettel setzen. Das nächste Exemplar, das das Zeug zu einem Platz in meinen Top 10 hat, ist der Seidenhai. Hier hatte ich zwar einige gute Sichtungen, so wie diese hier im Sudan, und auch bei Socorro im Pazifik hatte ich ein schönes Exemplar vor der Linse, das uns in ca. 30 Metern ganz unerwartet überrascht hat. Die kolumbianische Pazifikinsel Malpelo ist bekannt dafür, dass man zu bestimmten Zeiten im Jahr beim Sicherheitsstopp im Blauwasser von Hunderten von Seidenhaien umkreist wird. Ich war im Mai 2016 auf Malpelo und habe genau darauf gehofft. Wir hatten aber nur einige Begegnungen im Rahmen eines ganz kleinen und eines etwas größeren Baitballs. Das war aus anderen Gründen extrem spektakulär und auch alles andere als ungefährlich. Aber auch das ist ein Thema für ein anderes Video. Der letzte Hai, den ich gerne noch in meinen Top 10 unterbringen möchte, ist natürlich der weiße Hai. Den habe ich bisher überhaupt noch nicht gesehen. Dabei wäre das leicht zu ändern. Auf Guadalupe in Mexiko, bei Kapstadt in Südafrika, bei Port Lincoln in Australien oder in den USA vor der Küste Kaliforniens werden regelmäßig Käfigtauchgänge mit dem weißen Hai angeboten. Ich habe aber keine Lust auf Käfigtauchen und eine Destination, bei der man mit einer realistischen Erfolgschance ohne Käfig mit dem weißen Hai tauchen kann, habe ich bisher nicht gefunden. Wenn du eine weißt, schreib es unbedingt in die Kommentare. Sowohl 2016 auf Gozo im Mittelmeer als auch 2019 in Mosambik wurde ein weißer Hai von Tauchern gesehen, kurz bevor wir dort ankamen. Aber näher bin ich dem weißen Hai bisher leider noch nicht gekommen. Jetzt aber, auf Platz 1 meiner ganz persönlichen Liste landet der Bogenstirnhammerhai. In 99% der Fälle, in denen Leute von Hammerhaien sprechen, ist diese Unterart gemeint, die in küstennahen tropischen und subtropischen Gewässern praktisch weltweit verbreitet ist. Seit ich im Mai 2011 am Daedalus Riff in Ägypten meinen ersten Hammerhai gesehen habe, bin ich von ihnen fasziniert. Nur ein halbes Jahr später hatte ich wieder am Daedalus Riff meine erste etwas nähere Begegnung mit diesen eleganten Räubern. Was die Bogenstirnhammerhaie so besonders macht, ist aber die Tatsache, dass sie tagsüber oft riesige Schulen von im Extremfall bis zu 1000 Tieren bilden. Solche Schulen, vielleicht nicht gleich mit 1000 Tieren, kann man mit etwas Glück auf Cocos Island in Costa Rica sehen. Also nichts wie hin. Über Silvester 2012-2013 hatten wir dort zwar jede Menge Hammerhai-Sichtungen, aber die berühmte Wand ließ leider auf sich warten. Leider in ganz dicken Anführungsstrichen, denn es war eine unglaublich tolle Tauchsafari. Und das längst nicht nur wegen der Nachttauchgänge mit den jagenden Weißspitzen-Riffhaien, von denen ich am Anfang erzählt habe.
Der großen Schule deutlich näher kam ich nur ein paar Monate später, nämlich Ostern 2013 im Sudan. Und das Ganze am Pfeiffer Reef, das nicht gerade ein Hotspot für Hammerhai-Sichtungen im nördlichen Sudan darstellt. Wir reden sicher über 30 Tiere, die insgesamt 3 Runden an uns vorbeitreten. Bei meiner Tour in den südlichen Teil des Sudans im Frühling 2017 kam es ebenfalls zu jeder Menge Hammerhai-Begegnungen in Form größerer Schulen. Allerdings halten diese sich dort, und das ist ein echter Nachteil, regelmäßig in beachtlichen Tiefen auf. Mit beachtlichen Tiefen meine ich durchaus 50 bis 60 Meter, sodass einem, von wenigen Ausnahmen abgesehen, mit Monoflasche auf dem Rücken und ohne Helium meist nur die Draufsicht von oben bleibt. Socorro im Pazifik ist auch so ein Ort, an dem man mit Glück große Hammerhai-Schulen zu Gesicht bekommen kann. Wir hatten dieses Glück über den Jahreswechsel 2013-2014 leider nicht. Auch nicht an dem eigentlich dafür prädestinierten Ort Roca Partida, einem extrem exponierten, im wahrsten Sinne des Wortes, vollgeschissenen Felsen mitten im Nichts. Deswegen bleibt diese Aufnahme im Canyon bei San Benedicto die beste Hammerhai-Sichtung einer insgesamt trotzdem beeindruckenden Expedition. Warum beeindruckend, ist jetzt nicht das Thema, denn dieses Video soll sich ja um Haie und nicht um Mantas und Delfine drehen. Der Tauchplatz für Bogenstirnhammerhaie in meinem bisherigen Taucherleben ist aber mit großem Abstand die schon erwähnte kolumbianische Pazifikinsel Malpelo. Dort habe ich im Mai 2016 insgesamt 31 Tauchgänge gemacht, und was wir dort an Hammerhaien gesehen haben, lässt sich kaum in Worte fassen. Das Hintergrundbild, vor dem ich zu Beginn dieses Videos gesprochen habe, war ein Screenshot aus genau dieser Sequenz hier. Wir hatten auf der Expedition fast täglich Tauchgänge mit mehreren hundert Hammerhaien. Diese Tour gehört für mich zu den besten Tauchreisen meines bisherigen Lebens. Und genau deswegen landet der Bogenstirnhammerhai auf Platz 1 meines ganz persönlichen High-Rankings. Die beiden Galapagos-Inseln, Wolf und Darwin, haben übrigens das Potenzial auf ähnlich spektakuläre Begegnungen. Dort hat es mich bisher aber noch nicht hinverschlagen. Und wenn du dir die Preise aktueller Galapagos-Safaris ansiehst, weißt du nicht nur, warum das so ist, sondern auch, warum ich jede Woche brav meinen Lottoschein ausfülle. Das war's zum Thema Top 10 Haie. Ich hätte wahnsinnig Lust dazu, dir alle paar Wochen eines der Ziele, die ich in diesem Video erwähnt habe, genauer vorzustellen. Ich könnte dir sagen, wie du dort am besten hinkommst, wie die Zeit vor Ort konkret aussieht und natürlich, was du unter Wasser erwarten kannst und wie es mir dort ergangen ist. Wenn dich das interessiert, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Wenn dich bestimmte Ziele besonders interessieren, schreib es in die Kommentare. Und wenn du Lust darauf hast, ein besserer Taucher zu werden, damit du nicht nur in der Gesellschaft von Haien, sondern immer und überall mit mehr Sicherheit und mit mehr Spaß unter Wasser unterwegs bist, denk mal über einen Fundamentals nach. Meine Kontaktdaten findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich, dass du es bis zum Ende dieses etwas längeren Videos geschafft hast, und sage bis zum nächsten Mal. Das heißt, sie können im Gegensatz zu vielen anderen Haiarten, aber auch zwischen den Inseln Fayal, dass es etwa einmal pro Monat, es aber in meine ganz persönliche, leck mich, ohne Käfig hat, mit dem weißen Hai zu tauchen,